Hey, liebe Leute, was geht ab? Wir wollen Packs öffnen. Oh, erstmal, was sehe ich da oben? Gunny2284, 5 Euro gespendet. Wow, ich bin begeistert. Vielen Dank. Hey, dickes Herzchen. Dankeschön. Das ist ja nett. Ploppt hier oben in der Ecke gerade so auf. Hey, wie geil. Sauber. Dankeschön. Ja, was wollten wir? Packs öffnen, genau. Weekend League Belohnung und Rivals. Packs können wir öffnen. Und ich will auch gar nicht großartig rumlabern. Wir fangen gleich an mit der Foot Champions Belohnung. Ja, Gold 1 haben wir abgeschlossen. 20 Siege aus 30 Spiel aus 29 Spielen. Ich habe das letzte Spiel nicht gemacht. Sehr schön. Was haben wir denn? 50.000 Münzen, 2.000 Qualifikationspunkte, 2 Jumbo seltene Spielersets und 2 Spielerwahl-Spezialobjekte. Ja, die Spielerwahl-Spezialobjekte. Ich bin mal gespannt. Team of the Week ist für mich eigentlich eher uninteressant. Ne? Für meine Mannschaft weiß ich nicht. Und da die Objekte untauschbar sind. Aber wir gucken mal, was passiert. Was haben wir denn Schönes? Oh, Koscielny. Der einzige, den man so halbwegs gebrauchen könnte, ist natürlich ein Innenverteidiger. Ich habe gute Innenverteidiger. Ich möchte auch noch umbauen. Ich will Desailly verkaufen und wollte mir dann Van Dijk holen, Totti. Von daher, ja, nicht unbedingt nötig, aber nehmen wir mit. Sehr gut. So, oh, ja, natürlich nicht. Tja, wo spielt der? Italien. Kann man vielleicht für eine SPC nochmal gebrauchen, ne? Je stärker, desto besser. Ja, das war ja so, aber ich weiß sagen, mit diesen roten Karten habe ich auch irgendwie noch nie Glück gehabt. Aber was soll's. So. Warum zeigt er jetzt im Shop nur einen an? Ne, gut. Jumbo seltene Spielerpacks. 2 Stück. Die öffnen wir aber gleich. Ich will jetzt erst. Gehen wir. Melden wir uns wieder an für die nächste Qualifikation. Da will ich jetzt ja noch gar nicht. Das kann man nicht, ne? Naja, was soll's. Ja, wir haben in Rang 2 abgeschlossen. Ich habe die Woche unter der Woche jetzt keine Divisions mehr gespielt. Aber ich möchte ja, ich brauche Coins, also werden wir uns für Option 2 entscheiden. Ein Jumbo Premium Gold Pack, ein seltenes Spieler Pack und ein Mega Pack. Sehr schön. So, dann können wir uns jetzt registrieren. Zugang jetzt einlösen. Für die nächste Weekend League schon mal. So, qualifiziert. Und dann, liebe Leute, geht es jetzt los. Ich bin gespannt. Ich fange an. Ja, man fängt irgendwie immer mit dem Schlechtesten an. Gucken wir mal, was passiert. Letzte Woche war es ja immer offen. Ein paar Informspieler sogar gehabt. Erstaunlicherweise. Kann man nicht immer erwarten, ne? Macht aber nichts. Mascherano. Setzen wir auf die Transferliste. Was ist mit Dahlwert? Okay. Setzen wir auch auf die Transferliste. Auch auf die Transferliste setzen. Ne? Weil es lohnt sich da einfach. So, und hier können wir schnell Verkauf machen. Puh, Manager brauche ich.
eigentlich keinen. Verträge 13 brauchen wir auch nicht. Teamfitness sind 2 drin, sehr schön. Ach, den Manager brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier hinten noch? Managerliga brauchen wir nicht. Wappen behalte ich. Ball haben wir doppelt. So machen wir das. So, jetzt gehen wir. Wir öffnen erstmal ein Seltenspielerpack. Gucken wir mal, was passiert. Er geht auf, aber. Oh! Ja, Thiago Silva! Schönes Ding! Nehmen wir mit! Geil! Schön Walkout, gleich am Anfang! Bam, die Leute! Nice! Ich habe keinen blassen Schimmer, was der wert ist, muss ich wirklich sagen. Wir gucken mal. Oh, na gut, 40.000. Schönes Ding. Ups. So. Machen wir auch 41. Und auf den Transfermarkt. Schönes Ding. Koke. Auch so viel wert. Echt? Koke? 15. Ja, ich will euch jetzt nicht hier mit meinem Trading belästigen. Deswegen schiebe ich die jetzt auf den Transfermarkt und Trading machen wir nachher. Ja, ich schiebe die erstmal hier. Alle auf den Transfermarkt. Das sind seltene Objekte. Schnellverkauf. Nee. Komm, alles auf dem Transfermarkt. Sehr gut. Ey, das war ja schon mal richtig geil. Bam, Leute. Richtig gut. Weiter geht's. Der geht auf. Okay. Italien. Torwart. Wie Torhüter man immer zieht, oder? Aber ist okay. Ist okay. Wir schieben die Sachen hier drauf. Bam, bam. Seltene Spieler. Die auch. Die Spielerverträge. Die können wir so in die Tonne hauen. Team Fitness 2. Spielerheilung. Managerliga. Brauchen wir auch nicht. Trikots behalten wir, was wir noch nicht haben. Doppelte Objekte gehen auch weg. Schön. So, also mit Thiago Silva und Koke, da hat mir schon mal gut gefallen. Da sind schon mal roundabout 55, 60.000, die wir da haben, plus die anderen Spieler, sind wir bei 70, 80.000. Jetzt kommen wir mal, erste Jumbo-Set, komm. Lass mich mal ein bisschen Glück haben. Özil. Walkout sogar, echt? Özil hat einen Walkout? Leider nicht viel wert. Schade, Rabada. Oh, ist noch in Form dabei. Ja, schönes Ding. Was ist Özil denn so wert? Echt doch? Ja, um die 20.000. Okay. Aber kann man mal wieder sehen, wenn Özil auftaucht und in Form nicht. Also das ist ja schon... Sagt ja schon wieder einiges aus. Aber wie viel haben wir den denn? 13. 15. Jo. Machen wir gleich. Morata auch noch. Philipp auch noch. Shaqiri. Pavard. Jetzt gehen wir zum Schlecht drin. Doch auch echt. Sehr gut.
sind weg. So, Leute, letzte Pack. Komm schon, komm schon. Mach mal was Gutes. Ach, ja. Halbwegs stabil. Gut ist was anderes, aber ich sag mal halbwegs stabil. Kompanie, ja, hätte ich auch so geschätzt, um die 13.000. Defree, oh, auch so um die 8. Okay. Gomez. Ah, ist der falsche Gomez. Ja, Molenko. Tja. Hat er noch ein bisschen? Okay. Es lohnt sich immer, einmal rüber zu gucken. So, der kann dann weg. Sofort Kauf 700. Wollen wir nicht auf den Transfermarkt setzen. Den wollen wir auf den Transfermarkt setzen. Okay, schieben wir alles auf die Transferliste, Leute. Ja, war stabil. Ich habe jetzt den Überblick ein bisschen verloren. Aber ich denke mal, wir kommen auf unsere 400.000 Münzen. Müsste zu schaffen sein. Und das würde heißen, Van Dijk kann kommen. Ich freue mich. Liebe Leute, das war's. Schön, dass ihr da wart. Oder schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Lasst eure Kommentare da. Guckt einmal auf meinen Twitch-Kanal, Lauschangriff 13. Guckt euch meine Band an. Florians Ex, alle Streamingdienste zu sehen, ich würde mich freuen. Und Freitagabend, nee Quatsch, Freitag Vorabend. Ich denke, zwischen 18 und 19 Uhr geht es los mit der Weekend League. Ich habe leider noch Nachtschicht, also maximal bis 21 Uhr, vielleicht so 18 bis 21 Uhr. Und Samstagabend und Sonntag wird es auch abends sein dann. Gut, liebe Leute, bis dann, ich freue mich.